So, Freunde, gleiche Welle, gleiche Stelle. Wir sitzen wieder bei Cyberpunk 2077. Ja, leider mussten wir uns letzte Folge gegen Johnny entscheiden. Ich glaube, dass das auch Konsequenzen haben wird, wenn wir das zu oft tun. Also quasi Johnnys Entscheidungen missachten und uns anders entscheiden. Es ging letzte Folge leider nicht anders, weil mir für die Entscheidung, die Johnny gerne von mir gehabt hätte, das technische Wissen gefehlt hat. Hätte ich das gekonnt, hätte ich mich natürlich dafür entschieden, Delamain abzuschalten. Weil mit Delamain ist jetzt doch schon relativ viel Ärger passiert. Aber wenn ich das nächste Mal die Möglichkeit habe, mich für Johnnys... Okay, Wakako. Du musst was für mich besorgen. Für mich, nicht für einen Kunden. Also schnell und sauber bitte. Dafür musst du ins Revier der Tiger Claws. Hohes Risiko also. Mehr Informationen anbei. Na gut. Warte mal, wo soll ich das denn? Wo muss ich denn hin? Blablabla. Türcode. Ah, okay, wir haben einen Türcode gekriegt. Geh mal davon aus, dass ich in die Apartments muss. Ja, genau. Gib dich zu Lea Glens Apartment. Einmal lesen hätte mir Probleme erspart. Achso, das ist mein Apartment. Huch. Da wohnt die wohl doch ein unter mir. Hier nehmen wir die Treppe einfach jetzt. So, Lea. Oder? Doch, wäre ich doch richtig gewesen? Scheiße, ich bin richtig. Was denn? Nee, die Penner, das ist doch nämlich ein unter mir. So, jetzt aber nicht mit Papa Schlumpf hier. Hier nicht hin. Eieiei. Okay, das heißt, wir müssen doch den Aufzug nehmen. Gut. An Obergeschoss ist wahrscheinlich dann die richtige Adresse. Jawohl. Ach, so eine Scheiße. Hätte ich mich im Kopf von einem Model stecken können? Oder einem scheiß Landschaftsplaner? Was ist jetzt wieder los, Johnny? Ich werde durch kakerlakenverseuchte Absteigen geschleift. Das ist los. Job ist Job. Also, wie war der Code? Gib den Code... Bei, upsala. Wo? Ne, Quatsch. 2, 1, 2. Was für ein Saustall. Aber echt, absteigen wie die früher nicht genau dein Ding? Ja, schon. Wenn ich bis zur Besinnungslosigkeit voll war. Okay, was ist denn das? Irgendwas mitmachen. Hey, hörst du das? Ja, hör ich. Weiß nur nicht, warum es mich kümmern soll. Tut mir ja leid, Johnny, dass du ein bisschen angepisst bist wegen unserem letzten Job. Das hier? Und nicht so aus, ne? Als wäre das hier das Richtige. Wir probieren es mal. E9. 1C. 7A. Nehmen wir einfach mal. Euro-Dollar. Das da vielleicht? Nachrichten. Generalschlüssel. Ja, bitteschön, das könnt ihr einmal sieht aus, als wäre Lea lesen. Kakos Rücken zu den Tiger Claws gegangen. Lea, Lea, Lea. Claws gehören nicht zu denen, die sich an Deals halten. Mal sehen, ob sie Glück hat. Ups, was ist denn jetzt passiert? Ich möchte eigentlich gerne da unten dran, an die Munition, aber darf ich wohl nicht. Okay. Lea.
Braindance Club Wirehead. Erst nach unten raus wollen. Na gut, dann gehen wir mal. Der Braindance Club. Was? Dein Problem, Alter. Findest, ey. So, wünsch dir eine gute Nacht. Hier wird man nie wieder was hören. Okay. Dann nehmen wir mal mein Auto. Das ist mein Delamain-Auto hier, hä? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so worth war. Okay. Dann fahren wir mal zu diesem Braindance Club. Aha, okay, die Ampel ist auf jeden Fall wieder aus Titan. Besser ist. Gut. Finden wir mal heraus, was jetzt hier passiert ist. Was soll dieser Braindance? Entschuldigung. Das war wirklich nicht mit Absicht. Das war nächstes Mal besser. Guck mal, du lebst auch noch. Alles gut, ja? Da unten. Ja, okay, das muss irgendwie sein. Hello. Jemanden, mit dem ich... Okay, warum bist du denn schon wieder sauer auf mich? Los. Wer feuert denn hier auf mich? Du feuerst auf mich. Aber warum sind die gleich so sauer auf mich? Verstehe ich jetzt nicht, warum sind die denn gleich so angepisst auf mich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Erinnert mich an den Laden in Arroyo, der manchmal abends gespielt haben. Wieso? Weil es da richtig hart zuging. Nur ein falsches Wort, ein falscher Blick und du hattest ein Messer im Bauch. Ich hab's gemocht. Okay. Der Kollege ist ein bisschen hartnäckiger. Okay. Oh, yo, ich habe ihn einfach... Alter, der ist nicht tot, ist am Rumteleportieren. Das müsste eigentlich gereicht haben, ne? Ja, das hat gereicht. So, wo ist denn sein Kollege? Ja. Scheiße. Ja. Aber hier müssen immer noch welche sein. Du brennst, Motherfucker. Okay, das kann ich nicht öffnen. Hier ist offenbar das, was wir suchen. Euro-Dollar. Komm zu Papa. Und für dieses winzige Scheißding sind so viele gestorben? Auf die Größe kommt's nicht an. Wir beide wissen, dass das völliger Blödsinn ist. Ich finde Johnny super.
Johnny ist klasse. Ich glaube, er und ich, wir werden nochmal richtig gute Freunde, ey. Aber er hat halt recht, Johnny. Also, ich kann das nur wiederholen, Freunde. Auf die Größe kommt es wohl an. Ja. Oder hast du schon mal versucht, mit einer, weiß nicht, mit einer Nadel eine Glasflasche kaputt zu machen? Das klappt nicht. Ja. Deswegen, lass das an Scheiß nicht erzählen. Es kommt nicht auf den Hammer an, sondern wie man damit hämmert. Das ist Bull-fucking-Shit. So einfach ist das. So. Okay. Dann hinterlegen wir das mal im Übergabeort. Wakako, ich hoffe, du bist mit meiner Arbeitsweise zufrieden. Nee, Rogue heißt die ja gar nicht. Die heißt, hieß Regina. Fand das jetzt nicht so toll, dass ich überall reingelaufen bin wie so ein Hornochse. Aber das ist einfach meine Art und Weise, solche Spiele zu spielen, Freunde. Ich bin auch... Wobei, man muss sagen, in Skyrim war es tatsächlich lohnenswert zu schleichen, mit Pfeil und Bogen zu spielen. Weil man einfach diesen Schadensmultiplikator hatte, wenn man geschleicht ist, mit dem Bogen. Sehr gut, du hast das Jailbreak-Gerät gefunden. Gute Arbeit und weiter so. Auftrag abgeschlossen. Okay, sie ist auf jeden Fall zufrieden mit mir, das ist gut. Dann haben wir hier noch eine Aufgabe, ne? Nebenmission. Das sind auf jeden Fall auch noch irgendwelche Sachen, die wir machen müssen. Hier ist nochmal ein Auftrag von Wakako. Machen wir den als erstes. Ich bin jetzt tatsächlich dafür, erstmal die 6 Aufträge bei der alten abzuschließen. Dann gibt's wieder irgendeinen Legendary-Gegenstand bestimmt und der ist bestimmt todesheftig. Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe 12 Reflex habe ich gebraucht, um dieses eine Teil einzubauen, ne, was mir Regina gegeben hat. Das werden wir jetzt als erstes mal versuchen zu erspielen. Also 12 Reflexe, 12 ist auf jeden Fall das, was wir als nächstes vorhaben. So. Ja, ich bin mal gespannt, was wir nächste Folge, was wir überhaupt nächstes Projekt machen werden, ne? Also wir haben ja noch, Cyberpunk wird lange dauern. Cyberpunk, da werde ich mit Sicherheit, 200 Folgen mit Sicherheit vollkriegen. Ohne Probleme schaffen wir hier 200 Folgen in dem Game. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Vor allem, weil wir ja so viel wie möglich machen wollen. Wir wollen ja nicht einfach nur die Hauptstory rushen. Wir wollen ja auch die ganzen Pixar-Aufträge mitnehmen, so wie das, was wir jetzt machen, ne? Aber wir haben einiges vor. So, Wakako, was hast du? Liebe stirbt in Night City. Männer betrügen ihre Frauen, Frauen ihre Männer. Dann trennen sie sich und lästern übereinander. Kannst du dir das vorstellen? Mich schockiert das alles. Aber keine Angst. Diesmal kannst du einem kürzlich Geschiedenen helfen. Er heißt Mr. Gutierrez und verlässt sich auf uns. Seine Ehe ist nicht mehr zu retten. Aber vielleicht kannst du die Schecks besorgen, die seine Frau hat mitgehen lassen. Aber selbstverständlich. Gut, gucken wir doch mal. Halb unbemerkt. Lost, Digga, was für? Also es kann sein, dass es tatsächlich nur mit Kameras ist, ne? Hätte sie auch umpolen können, fällt mir gerade mal ein, ne? Geht jetzt aber nicht mehr. Hier auch Gegner. Hol mal für mich um. Yep. Das ist eine Drohne, ne? Da ist noch eine.
Wie, die kommt zurück, die Drohne da. Aber wir haben auf jeden Fall schon das, was wir haben wollen. Vielleicht versuchen wir das echt mal unbemerkt zu bleiben dieses Mal. Ja, die hat sich auf jeden Fall andersrum gedreht. Also wir können eigentlich eine Verpiesung machen. Und durchsuchen wir das Apartment einfach gar nicht großartig. Aber auch wieder ein sehr schönes Apartment. Finde ich wirklich schick. Leute, das war ein Stealth-Auftrag und wir haben ihn stealthy gemacht. Ich raste ja aus. Die Waffe wegstecken. Ich drehe ja durch, Freunde. Was ist da los? Wir haben einen Stealth-Auftrag erledigt. Boah, guckt euch das mal an. Sind wir Profis oder was? So, da vorne und da drüben muss ich hin. Alter, aua. Nur hat der mich einfach überfahren oder was? Ich glaub's ja nicht. Da. Bett. Für uns Item hinterlegen, ja. Wakako. Ich hoffe, dafür gibt es einen extra Bonus. Naja, offenbar nicht. Okay. Was sagt denn unser Charakter? Hallo? Ja, 12. Könnte sein, dass das jetzt reicht sogar um... Man kann Maximum 20, okay. Oh, was ist das? Mit den Schaden? Während du aus der Deckung schießt? Das ist natürlich sehr cool, ne? Das? Nachladezeit nochmal verringern, das ist auch gut. Ich bin nochmal dafür, den Schaden zu erhöhen. Definitiv. Wir sollten mal einen Ripper-Dog aufsuchen gerade. Ach guck mal, hier ist auch direkt einer. Können wir sogar laufen. Denn, ich meine, ich habe Reflexe 12 gebraucht, um dieses legendäre Upgrade da reinzubauen. Und wir können sowieso generell nochmal gucken, was der sonst noch so an Implantaten für mich hat. So, Chef. Ich habe hier, nee, hier kann ich nicht mit dir reden wollen. Eine Doktorin. Letztens war hier ein anderer Ripper. Ich erinnere mich noch an so einen hässlichen, widerlichen Fettsack in diesem Laden. Mein Onkel ist kein attraktiver Mann, das stimmt. Aber man vergisst ihn nicht so schnell. Ganz toll. Kommt immer super, wenn man beim ersten Gespräch gleich ins Fettnäpfchen tritt. Ja, Mann. Die Wahrheit zu sagen ist ein Fehler? Ob's nun stimmt oder nicht, es war unhöflich und verletzend. Was ist das dann, wenn kein Fehler? Ach, deshalb reise ich so gerne. Worte. Wir glauben zu wissen, wie wir sie benutzen, aber es gibt immer Kontext. Okay. Bist du neu im Geschäft? Also, bist du neu im Geschäft? Nein. Ich bleibe nur nicht an einem Ort. Ich hatte Läden in Jakutsk, Leningrad, Wien und Glasgow. Ich wollte Night City auch mal ausprobieren. Oh, okay. Mein Onkel hat mir den Laden vermietet, weil ich Geburtstag hatte. Ich bin 30. Ich bleibe hier, bis mir langweilig wird. Okay, dann will ich ein neues Implantat. Ich könnte ein neues Implantat gebrauchen. Dann bist du hier definitiv richtig. So, dann schauen wir doch mal, ne? Was haben wir denn hier nochmal Feines? Erhöht den Schaden gegen Drohnen, Roboter? Erhöht kritischen Schaden um 6%. Okay, das ist gut. Ja, der Scheißdreck da. Cyberdeck. Ja gut, das habe ich selber. Wenn hier noch. Breach-Protokoll. Ausdauerregenerationsraummüll. Was ist das? Nervensystem. Ach, immer noch nicht. Ich brauche dafür 18 Reflexe. Scheiße. Egal, gucken wir mal, was wir sonst noch haben. Was ist das denn da? Panzerung um 100. Größe 2400. Was ist das? Panzerung 50? Kann ich zusätzlich noch Panzerung draufhauen? Oh. Ne, ich kann nur einen von beiden. Ja, okay, aber Panzerung 100 ist gut. Den kann ich mir nicht leisten.
Um Berserk zu aktivieren, Junge, verpiss dich. Auch kein Berserk. Was macht das? Berserk verbessert deine Stärke, Widerstandsfähigkeit. Achso, da kann ich einfach nur mies abgehen mit dem Teil, ne? Nee. Vergrößere Slots. Nee. Kann sich einmal verbreiten. Verringert die Speicherkosten. Auch nicht verkehrt, ne? Aber können wir uns im Moment nicht leisten. Aber hier noch. Erhöht meine Gesundheit um 60%. Ausdauer, ja gut, das kannst du natürlich behalten, ne? Mit den Grundschaden von Nahkampfwaffen, ne. Tragekapazität 40%, gut, mehr, noch mehr tragen brauchen wir erstmal nicht, das ist Quatsch. Was haben wir hier noch? Hände? Ne. Ein Smartlink habe ich quasi selber. Arme? Ja gut, das kennen wir auch. Was ist das? Beine? Okay. Erstmal grundlegend. Gern wieder gehen. So, Wakako. Wie sieht er denn aus bei dir? Du hast noch vier Missionen hast du für mich, ne? Ja, das hört sich doch auf jeden Fall am Plan an. Mal einmal alle zu maken. Ich bin dafür, mal mit dem mal wieder durch die Gegend zu fahren. Was Handler, das Set, wer bist du denn nochmal? Hey, du weißt schon. Achso. Ich möchte dich um eine Kleinigkeit. Natürlich bezahle ich dich auch, aber ist mir nicht heikel, deswegen möchte ich. Blablabla. Es geht um eine Datenbank. Die Scavenger haben sie mir abgenommen, als sie mich geschnappt haben. Sie waren auch mit dem Netz verbunden, also konnte ich sie auch schon abschalten, bevor sie es bemerkt haben. Okay. Daten sind vertraulich. Ich verlasse mich darauf, dass du sie dir nicht ansiehst. Okay. Ja. Können wir eigentlich definitiv. Oh, das ist gar nicht mein Auto. Das ist mein Auto. Können wir definitiv auch nochmal machen. Sowas ist immer hilfreich, wenn du solchen Leuten noch ein bisschen hilfst. Vielleicht helfen die dir dann auch mal, wenn du die brauchst, weißt du? War bei The Witcher auch so, wenn du mit den Leuten irgendwie cool warst. Ich meine, du konntest ja gegen die wilde Jagd dann auch diese Leute einsetzen, mit denen du, bei denen du die Quest verfolgt hast. Die Quests verfolgt hast und die er dann auch erfolgreich abgeschlossen hast. Und die haben einen dann im Kampf gegen die wilde Jagd unterstützt. Okay, Freunde. Let's fucking go. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal die Wakako-Aufträge zu Ende. Dauert wahrscheinlich jetzt auch nochmal so zwei Folgen, also jetzt mit der zusammen noch eine. Dann haben wir die Wakako-Aufträge fertig. Was hat die denn jetzt? Sieh dir mal den Anhang an und geh zu der angegebenen Adresse. Dort übernimmst du ein Auto von Sergei Karasinski. Damit fährst du dann zu den Tiger Claws. Nur mit dem Auto, nicht mit Sergei. Alles verstanden. Das hoffe ich doch. Okay. Hallo, Wakako schickt mich. Wakako schickt mich. Ah, mein Dritter ohne Furcht und Tadel. Ich heiße Sergei. Wie? Oh, dann nenn mich einfach S. Ich habe ein kleines Geschenk für die Tigers in der Garage. Also gib mir mal die Koordinaten. Klar, Moment. Ich öffne die Tür zur Garage. Öffne doch von innen, zur Sicherheit. Der Wagen ist das Geschenk? Ist nicht einfach nur ein Wagen, aber... Da ist eine Bombe drin. Ja. Fahr ihn einfach dorthin und die erledigen den Rest. Gut. Vermassel das nicht. Ich verlasse mich auf dich. Kannst du aufreißen oder was? Das ist der Wagen. Das ist ja wirklich ein sehr schönes Auto. Das ist ja wirklich eine sehr coole Karre. So einen könnte ich mir für mich auch gut vorstellen, muss ich sagen. Gucken wir doch mal. Also erstmal kaufen wir als nächstes mal den für 22.000 bei Wakako.
Und dann machen wir mal ein bisschen Questerino. Auch mal Dinge, die sinnvoll sind. Also wir schließen natürlich immer die Fixer-Aufträge ab. Definitiv, das ist super wichtig, finde ich. Einfach um Geld und Erfahrungspunkte zu sammeln. Da ist jemand im Kofferraum. Weißt du was? Ich will das überhaupt nicht wissen. Nein. Nein, ich sehe nicht in den Kofferraum. Nein. Nein, ich sehe nicht in den Kofferraum. Ich will einfach nur bezahlt werden. Hab ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt. Aber so war das nicht gedacht, oder? Verbrennst. Ich will da eigentlich gar nicht. Du bist nicht er, Gott sei Dank. Schnell, lass mich raus, bevor er kommt. Nee. Was machst du da drin? Alex Pushkin, Senior Assistant für Qualitätssicherung bei Biotechnica. Wieso legt sich ein Konzern-QA-Typ mit den Tiger Claws an? Du arbeitest für die Tiger Claws? Hab denen gesagt, ich lehne ihr Angebot ab. Ja, ich soll jetzt Alex befreien, ne? Ist kompliziert. Komm raus, ich meine Meinung ändere. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber danke, du wirst es nicht bereuen. Na, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Du hast den Job von Wakako, oder? Ich bezahle sie. Sie verliert keinen Eddie und du auch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet du dich von dem Konzern im Kofferraum kaufen lässt. Du bist voller Überraschung. Aber wer am meisten zahlt, bekommt, was er will. Damit meine ich nicht Sergei. Nein, er wurde leider von jemandem überboten. Was jetzt wohl aus ihm werden soll? Quid pro quo. Quid pro quo. Auftrag erledigt. Ihr redet so viel. 5000 haben wir dafür gekriegt. Lecker Schmecker. Ja, wir haben jetzt erstmal von Wakako keine weiteren Aufträge mehr. Da müssen wir jetzt erstmal warten. Wir holen uns dann... Ja, okay, das ist da direkt an dem... Ne, das ist noch eine Nebenmission. Um die können wir uns mal kümmern. Wir holen uns mal... Komm, wir holen uns mal den da. Wir haben inzwischen schon einige Autos gesammelt. Da hat sich nochmal was, Aufträge angesammelt. Aber wir machen jetzt eine Nebenmission hier in dem Gebiet. Ich habe echt gedacht, wir brauchen nur Konstitution 12, aber wir brauchen für dieses legendäre Ding Konstitution 18. Das ist halt schon echt viel, Konstitution ist schon Reflexe 18. Ich meine, klar, der Reflexe ist halt das, was wir, unsere Main-Damage-Quelle, weil wir ja mit Gewehren und Maschinenpistolen arbeiten. Aber, ja, I don't know. Ist schon halt viel. Kann man einfach nicht anders sagen. Was ist denn da für ein Ding? Und dafür einen Händler, das kann man das sehen hier auf der Karte? Kann man. Das ist ein Junkladen. Okay, da kannst du Schrott kaufen. Ja, gut. So, was haben wir denn da für einen? Wer bist du denn? Sprich mit Johnny. Gar nicht schlecht. Technik ist nicht so wichtig, aber das Feeling, das zählt. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich.
etwas, das sie nicht loslässt, und das hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen. Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Erfolg verschafft Gehör. Erfolg kann sich lohnen. Wenn du die Welt wachrütteln willst, muss die Welt dir erstmal zuhören. Und das hat seinen Preis. Wer gibt dir denn einen Vertrag, wenn du in deinen Songs die großen Konzerne anmachst? Na, no, stimmt halt. Wenn es eine Nutte ist, sie für immer los. Schon gut, du Künstlerprinzessin. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Hab die Erinnerungen gesehen. Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Und damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Wow, so Aufzeichnungen könnten was wert sein. Es gibt noch alte Samurai-Bootlegs? Die könnten ein paar Eddies wert sein. Jetzt wechselst du auch auf den Sellout-Zug? Da kommen mir fast die Tränen. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadenza ist nicht weit von hier. Da haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Okay, wir haben jetzt mal einmal die Nutte nochmal abgecheckt, aber das ist die Nutte, bei der wir vorhin schon mal, oder bei der wir vor ein paar Folgen schon mal waren. Wir gehen jetzt mal einmal zu diesem Rainbow-Bums-Dings-Kirchen. Johnny? Was ist er denn? Dein geiler Schuppen ist heute eine schmierige Fressbude. Hirnloser Kapitalismus, wie er leibt und lebt. Man kann nicht immer gewinnen, ne? Deshalb sollte man gefallene Krieger ruhen lassen. Andernfalls müssen sie mit ansehen, wie alles, wofür sie gekämpft haben, vor die Hunde geht. Sag mal, weißt du was über Bootlegs von damals, aus dem Rainbow Cadenza? Zum Beispiel von Samurai? Gute Frage. Samurai. Dieser rote Fratze? Ja, die alten Knacker kenne sogar ich. Manchmal kommt hier rein, ziemlich alter Kerl im Samurai-Shirt rein und spricht stundenlang mit den anderen verrückten Fans. Weißt nicht zufällig, wo ich ihn finden kann? Doch, in den 20ern, wo er hängen geblieben ist. Manchmal sehe ich... Oh lol, wie er ihn direkt gefrontet hat. Okay. Was verkauft er da? Was verkauft er da? Bio-Erdbeeren mit Sahne? Was glaubst du wohl? Er geht mit alten, staubigen Tapes von alten, staubigen Indie-Bands, die keine Sau mehr kennt. Geil, danke für die Info. Hey. Na schön. Dann fragt auch er hier, Sir. Fragen wir ihn nochmal nach den Samurai-Tapes. Hab gehört, du verkaufst noch richtige Musik. Was ist für dich denn richtig, hm? Ich hab die Cartesian Dualists, Eurodance-Kram, Tainted Overlord. Was von Samurai? Soll das ein Scherz sein? Never Fade Away, Dancing with My Ex, Chipping In. Ich hab sie alle. Silverhand war der Messias des Rock'n'Roll. Ich würde die Alben umsonst auf der Straße verteilen. Aber ich muss ja von was leben. Ja. Oh, ich hätte gern ein paar echte Samurai-Raritäten. Was Richtiges. Also, zum Beispiel Bootlegs von den ersten Samurai-Gigs. Von den ersten Gigs? Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Und dann noch so gelassen. Keine Ahnung, wie du von den Bootlegs gehört hast, aber vergiss es. Die würde ich nie so einem Nachwuchsfan in die Hand drücken. Ich erinnere mich an die Gigs im Rainbow. War öfter hier, als das noch das Rainbow Cadenza war.
Ein Bootleg wäre ein schönes Souvenir an die gute alte Zeit. Blödsinn! Du bist zu jung. Als Samurai hier jammte, warst du noch nicht mal ein Zucken in den Kiroshis von deinem Papi. Aussehen kann täuschen. Woher weißt du, dass ich mein Gesicht nicht aus einem Katalog habe? Also gut, Punk. Beweis es. Wie endete der dritte Gig von Samurai? Johnny, hilf mir mal. Johnny, jetzt hilf mir mal aus der Klemme. Ich brauche dein geballtes Samurai-Spezialwissen. Was ist denn Johnny? Ach, der dritte Gig. Wer könnte den vergessen? Ich habe die Gitarre angezündet und zertrümmert. Die Leute sind ausgerastet. Hallo? Jemand zu Hause? Ach, easy. Johnny hat seine Gitarre angezündet und zertrümmert. Falsch. Wer ist denn so blöd und zertrümmert zu Beginn seiner Karriere seine Gitarre? Kostet doch viel zu viele Eddies. Junge, Johnny, was soll der Scheiß? Johnny, bitte. Mach mein Leben nicht noch schwerer. Es ist so schon schwer. Und kurz. Mein Gott, wie? Dazu fällt selbst mir nichts Geistreiches mehr ein. Lieber trete ich einen Bettler. Einen Blinden. Hast du einen Hänger in deiner Software? Hatten den dritten Gig im Cadenza. Ein kleines Feuer brach aus und ein paar Punks haben Bier drüber gekippt. Dannys Afro hat was abbekommen. Sie trug wochenlang eine Perücke. Tech Haar war unter ihrer Würde. Puh, lass mich mal überlegen. Es hat gebrannt. Weißt du noch, die Punks, die Bier drüber gekippt haben? Das hätte ich fast vergessen. War das nicht Johnny? Er hat eine brennende Kippe ins Publikum geschnippt. Das ist doch Bullshit. Die Kippe war von Carrie. Aber hey, irgendwie war Johnny ja immer dran schuld. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du da warst. Aber was soll's? Nur ein echter Fan kann sowas wissen. Wisst ihr? Geht doch. Schätze, man muss dem Nachwuchs eine Chance geben. Vielleicht findest du ja was hier unterm Tisch. Siehst dir an. Was soll ich denn kaufen? Das hier soll ich kaufen, ne? Samurai-Konzertaufnahme. Schallplatte. Schallplatte, Schallplatte. Guck mal, der hat auch noch das Zeug hier. Das ist ja wirklich gar nicht mal so verkehrt, Auch das ist besser. Die ist halt super teuer wieder, ne? Legendary. 113. Ach, ich weiß nicht. Alles wieder so super teuer. Scheiß drauf. Nein, machen wir nicht. Alles gut. Brauchen wir erstmal nicht. Ich danke dir. Nimm das Teil und verbreite Silverhands Worte. Tod den Konzernen. Gut. Sprich mit Johnny. Man sagt, das Leben sei der beste Lehrer. Hab ich auch mal geglaubt. Sieh ihn dir an. Mindestens 60, aber lebt immer noch in 2020. Der ist ein großer Fan. 2020 ist schon lange her. Ich habe den Saka Tower gesprengt, aber er steht immer noch. Was hat's also gebracht? Die Leute müssen endlich anfangen, nach vorne zu blicken. In die Zukunft. Sonst wird sich nie was ändern. Irgendwas muss sich doch verändert haben. 60 Jahre. Irgendwas muss sich verändert haben. Weißt du, was sich verändert hat? Die scheiß Fassade. Ein neues Interface hier. Ein neuer Synthosüßer Scopshake da. Ein neues Gesicht bei Arasaka. Aber alles der gleiche alte Mist. Es gibt Veränderungen. Auch wenn man sie nicht sofort sehen kann. Es passiert. Vielleicht. Aber wer erinnert sich noch daran, dass ein Mensch mehr ist als ein Fleischsack voller Implantate? Okay. Johnny Silverhand. Wir haben ihm auf jeden Fall einmal zu seiner alten Zeit zurückverholfen. Jetzt hat Wakako für uns neue Aufträge. Das sind auch nur noch 3 Stück. Das ist ja super. 3 Aufträge hat Wakako noch für uns. Und dann haben wir die Pixar-Aufträge hier in Japantown auch erledigt.
Ich bin mal gespannt, was die uns Heftiges gibt. Also Regina hat auf jeden Fall gut was springen lassen dafür, dass wir ihre Aufträge völlig ausgeschöpft haben. Auch wenn ich das Teil, was sie uns gegeben hat, eigentlich noch gar nicht gebrauchen kann. Aber das ist auf jeden Fall immer ganz cool, dass wir auch... wieder, hä? Im Puff, kann ich da rein? Ne, ist verschlossen. Da steht da oben drüber. Was denn für eine Frechheit. Ich will mal hier in Puff. Nicht irgendwelche Straßenhoster knattern. Was ist hier lang? So. Können wir das laufen? Ja, müssen wir ja wohl. Wir müssen ja hier erstmal raus aus dem ganzen Gefilde. So, also bevor wir hier irgendwelche legendären Waffen oder sonstigen Scheiß kaufen, gucken wir erstmal, ne, was wir noch sonst euch kriegen. Ich sag mal, 113 Rüstung ist okay. Alles gut, ich will mich überhaupt nicht beschweren, aber es ist jetzt auch nicht so der Burner, 113 Rüstung. Da geht es auf jeden Fall Besseres. Aber wer weiß, ich kann das euch immer noch kaufen, wenn ich mal Muße oder Interesse daran habe. Auf jeden Fall mal einmal kurz Ausdauer reloaden. Okay. So, Wakako. Netrunner meldet sich nicht mehr. Er hatte klare Befehle, mit mir in Kontakt zu bleiben. Also muss ihm was passiert sein. Lies dir die beiliegenden Informationen gut durch und erledige das sofort. Ich brauche ihn. Okay. Das ist natürlich super unsympathisch, dass hier unten dann wieder irgendwelche Fallen sind. Okay. Der hat sich auf jeden Fall... Boah, sieht halt auch nichts, ne? Jetzt könnte ich gewaltsam öffnen, aber das nützt mir auch nichts. Hey, alles okay? Guck mal, wie, das bist du in der Zukunft. Jeder Netrunner endet so. Wir haben gefickt von irgendeinem Konzerneis. Sieht aus, als atmet er noch. Hallo, gib mir die EMP-Granate. So, Privatnotiz, Moment, das müssen wir mal einmal durchlesen. Raus, was mit dem passiert ist. Irgendwas, was ich scannen kann? Passwort. Nachrichten. Ja, guck mal, folge den Lichtern. Ich kann das mal einmal lesen, wenn ihr wollt. Ich roll euch das mal einmal durch. Auch das hier. Nom, du wirst heute gebraucht. Und auch das, wir sollen den Lichtern folgen. Wo sind denn hier Lichter? Ja? Licht, hier ist ein Licht. Dann da rein. Gucken wir doch mal, wo wir hier landen, ne? Nochmal Euro-Dollar. Sehr wichtig ist nochmal Munition. Die kann ich gut gebrauchen. Bisschen Munition immer mitnehmen. So, wir sollen hier irgendeinen Splitter einstecken. Hello? Safe. Warte. Ich kann nicht. Wach auf. Mach mal hier hinne, mein Freund. Ich brauche einen Moment. Ja, was ist passiert? Ich weiß nicht, wie lange ich hier war. Aber ich... Ich bin am Verhungern. Na, das glaube ich dir. Hast du das Licht angemacht?
das Licht angemacht? Ja, ich wollte schon zweimal heißt ja, einmal heißt nein spielen. Aber du warst schneller. Hast gute Arbeit geleistet. Ich will gar nicht wissen, was in dem... Du fragst dich bestimmt, wer mich zu dir geschickt hat. Du willst doch bestimmt wissen, wer mich zu dir geschickt hat. Wakako. Sie sucht immer nach Ausreden, mich zum Essen einzuladen. Du musst mich mal besuchen. Ich bring dir ein paar Netrunner-Tricks bei. Habe ich dir nicht gerade den Arsch gerettet? Wir hören nie auf zu lernen. Und du musst nicht alles allein herausfinden. Danke. Ich denk drüber nach. Gut. Ja, das war ja recht einfach, würde ich sagen. Hier geht's raus, ne? Würde ich schätzen. Ja. Dann hauen wir mal wieder ab. Die beiden waren jetzt hier der Ausgang. Der da. Noch beides wäre gegangen. Offenbar hier war Kako. Super. Das gibt Knete. So, warte mal, jetzt müssen wir mal Itemherstellung. Ich kann Munition herstellen. Für Gewehre. Den Schuss nur? Die meine Munition erreicht. Dann. Holen. Scharfschützengewehre. Die meine Munition erreicht. Alter, ich habe wirklich 600 Schuss hergestellt, ne? Und das für quasi kaum Geld. Voll gut. Ja, ich will mir mal immer so ein Moped hier reinzünden, weil irgendwie hat meine Lebensregeneration nicht eingesetzt. Wakako. Der nächste Auftrag, den du anbietest, der ist hier. Haben wir da einen Schnellreisepunkt in der Nähe zufälligerweise, der auch hier in der Nähe ist? Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt Auto fahren. Sollen wir mal ein Stückchen trinken hier? Gut, dann fahren wir mal hinten hin. Ich nehme mal den hier als Schnellreisepunkt. Der ist, glaube ich, gut. Und von da aus werden wir dann den letzten Auftrag von Wakako erfüllen. Und dann ist Zeit, mal dieser Sandra zu helfen, auf jeden Fall. Da habe ich mich jetzt nicht schnell genug gemutet. Der Röpser ist, denke ich, mal drin. Mein Kind, ich habe eine große Aufgabe für dich. Der Netrunner lebt noch. Aber was mit dir geschieht, ist eine Frage der Zeit oder deiner Diskretion. Bugbear ist im Net gefangen. Wenn sie rauskommt, stehen die Tiger Claws bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen bald frittiert. Es kommt auf dich an, B. Ja, dann, ich bin ja hier. FBI, open up. Da ist ein Balkis. Hinten ist einer gewesen. Ah, wo kommst du her? Tschüss, wo kommst du denn her? Von einer Etage drüber, hä? Und das ist ein Kind. Wie gesagt, für Häuserkämpfe eignet sich die Waffe hervorragend mit ihrem Brennen. Die gibt echt Vollgas. Ich räume hier erstmal alles kurz auf. Das war's dann an der Stelle. Super.
Gegner in Alarmbereitschaft. Okay, das heißt, unten sind auf jeden Fall nochmal welche dazugekommen. So. Eine Möglichkeit. Oh, Kühlmittel aus dem Bad. Bitteschön. Ein Kühlmittel. Eine Bugbears-Verbindung, ja. Wo tue ich das? Ja, Nutzer trennen. So, Bugbear. Hat das ein gutes Geräusch gemacht, ey. Okay. Wo darf ich sie denn hin tun? In den Kofferraum? Ich hätte sie jetzt auf die Rückbank gelegt, ne? Naja gut, jeder hat so seine eigenen Methoden. Ich dachte jetzt nicht, dass sie feindlich ist. Ich bin zufrieden. Das freut mich. Das ist schön, dass du zufrieden bist. Dann bin ich natürlich auch zufrieden. Charakter. Gut, wir werden jetzt nochmal einmal einen in Reflexe pumpen. Dann möchte ich gerne nochmal das hier verbessern. Oh, Rückstoß verringern, Schaden. Je weiter du vom Gegner entfernt bist. Okay, das ist auch cool. Erhöht den Schaden. Das müssen wir unbedingt noch skillen, Freunde. Den Kopfschussschaden erhöhen. Das ist das nächste, was wir skillen werden. So, Wakako, du hast nichts mehr für mich erstmal, ne? Okay. Was haben wir hier noch? Eine Nebenmission. Dann machen wir die als nächstes. Aber, Freunde, die machen wir erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Let's Play Cyberpunk 2077. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.